Ja, heidi ho, meine Freunde, da bin ich wieder, euer King Cyrus, und willkommen zu unserem neuen Let's Play Schatten im Vatikan, Akt 1, Gier. Ja, und wie der Name schon verlauten lässt, wird es hier mehrere Akte geben. Jeder Akt ist so ein kleines Spielpaket, sag ich mal, für sich. Auf der Webseite kann man so erkennen, dass es wohl auf 4 Akte aktuell hinausläuft und jeder wohl den Namen einer Todsünde trägt. Ob das uns was vom Spielinhalt schon verspricht, das weiß ich an der Stelle noch nicht. Das finden wir aber gleich zusammen heraus. Nur aber ein paar kleine Vorab-Infos wie immer. Dieses Spiel ist von 10th Art Studios entwickelt. Das ist, glaube ich, so eine italienische Spieleschmiede, irgendwie so in die Richtung. Ich hatte nämlich ein bisschen überhaupt Probleme herauszufinden, von wem das ist, weil es zig Publisher gibt, scheinbar irgendwie für jeden Ort einen. Es soll wohl auch einen kostenlosen Soundtrack zum Download geben. Ich habe ein paar Audio-Samples auf deren Website gefunden, aber ob da schon der ganze Soundtrack war, weiß ich nicht. Also wir hören ja jetzt gerade erstmal ein Lied und dieses klingt schon ziemlich cool, so bisschen Kirchen-Mystik-Style-mäßig. Das ist schon sehr toll gemacht, aber ob der Soundtrack jetzt wirklich so aus gefühlten 6 Liedern nur besteht, das wäre ein bisschen wenig dann. Das Spiel ist unter der künstlerischen Leitung von einem guten Herrn, dessen Namen ich, wie ich gerade sehe, tollerweise nicht aufgeschrieben habe. Ah, super. Also es ist unter der ich suche den Namen nochmal raus für die nächste Aufnahmesession. Unter der künstlerischen Leitung von jemandem entstanden, der für DC und Marvel die Comics zeichnet, was ich ziemlich cool fand. Und es gibt animierte Comics von Daniela Di Matteo, die scheinbar eine preisgekrönte italienische Comic-Autorin ist. Ich vermute mal, hier von wegen animierte Comics, dass das so ein Stil wie bei A New Beginning dann abläuft, wo wir dann diesen Comic Panel für Panel haben. Ich meine, das deutet sich hier ja so an der Form auch so ein bisschen schon an. Und der letzte Punkt ist, ich habe dieses Spiel ziemlich zufällig in einer Wühlkiste in einer bekannten Software- und Hardware- und Elektroartikelkette, keine Namen und Schleichwerbung und sowas, halt entdeckt, zu einem günstigen Preis. Das Spiel selbst ist auch an und für sich nicht so teuer und es sah interessant aus und finden wir doch einfach jetzt mal gemeinsam heraus, ob es auch interessant ist. Neues Spiel. Afrika 1996. Here we are, finally. What are you doing? We must regain altitude! We can't leave them! No! Your Eminence Delario! What? Why, Delario? James Murphy. Und dieser James Murphy ist auch unser Protagonist. Und da wir erst klicken müssen, um weiterzumachen, nutze ich die Zeit, um einfach diesen Text jetzt mal angenehm vorzulesen. James Murphy ist ein ehemaliger Priester, der sich dazu entschlossen hat, Arzt zu werden, nachdem er seine Beziehung zur katholischen Kirche beendet hat. 38 Jahre alt. Er ist ein guter, aussehender Mann, dessen ansprechendes Aussehen im Kontrast zu seiner ernsthaften und selbstlosen Persönlichkeit steht. Sein größerer Konflikt, den er nicht verleugnen kann, besteht mit der kirchlichen Obrigkeit. Aber sein Vertrauen in Gott, sein Sinn für Gerechtigkeit und sein tief empfundener Respekt für Menschen und das Leben im Allgemeinen hat er nie in Frage gestellt. Er arbeitet in einem Krankenhaus in Chicago, der Stadt, in der er geboren wurde. Aber dank seines jahrelangen Aufenthalts in Rom, speziell im Vatikan, spricht er fließend Italienisch. Allerdings muss er noch immer über den Verlust seines Mentors, Delerio, der vor einigen Jahren in Afrika gestorben ist, hinwegkommen. Rom 2010. Where did I put the phone?
Willkommen zu Schatten im Vatikan. In diesem Tutorial lernen Sie, wie das Spiel funktioniert. Klicken Sie auf die Schaltfläche weiter, um das Tutorial zu spielen, oder auf Überspringen, um direkt ins Geschehen einzusteigen. Da ich die Steuerung noch nicht so gut kenne, mache ich mal. Ja, wir machen mal das Tutorial. Dein Handy klingelt. Du musst diesen Anruf entgegennehmen. Finde das Handy im Zimmer, indem du darauf klickst. Finde das Handy im Zimmer, indem du darauf klickst. Es befindet sich direkt unter dem großen Pfeil. Noch auffälliger geht's nicht. Ich meine, ich habe auch immer so einen Pfeil in der Wohnung, der mir zeigt, wo mein Handy liegt. Oder drücke die Leertaste, um alle Hotspots dargestellt durch eine Lupe anzuzeigen. Sehr schön, dass ich direkt erfahre, wie die Hotspot-Funktion ist. Wir wollen ja nicht wieder ein Debakel wie bei A New Beginning. Diese Animation. I think I know who he is. Hello? James, or maybe I should call you Doctor? Only when I'm on duty, Cristoforo. Not when I'm on holiday. I still can't imagine you in a white coat. The black suited you well. You've never understood a thing about style. I always said you should have been a model. Listen, I'd like to thank you for all you did. And that friend of yours, the barman, he was really kind. He was able to organize everything without a problem. I believe it. Mario's more connected than anyone else in the neighborhood, and has more relatives as well. When I decided to come back to Italy, I never could have imagined I would receive such support. It's the least I could do. After all, you came early because of me. It's just as well. If I hadn't received your invitation, I would have probably postponed my holiday once again, as I've been doing for years. You haven't changed. Always the first in the class. So, tell me everything. What did you want to show me? You've been so mysterious. Can we meet next week? I'd like to see you sooner. How about now? Okay. Let's meet at Mario's bar. Outside your house. Of course, but can you tell me what this is about? Africa, James. What? I'll be at the bar in half an hour. I'll be there. Come in. Also, ganz kurz, ja, ich weiß, klicken, um fortzufahren. Ganz kurz. Die Animation der Figuren sind. Zittert er? Ist ihm kalt oder warum klappert er mit den Zehen? Oder versucht er die ganze Zeit herein zu sagen? In einer Dauerschleife. Herein, 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 herein. Oh Gott. Die Animationen sind jetzt nicht wirklich die besten und auch so die Umgebung. Die sieht zwar ganz hübsch aus, aber ich meine, ja, sie wirkt so gekünstelt und nicht wirklich plastisch und. So dass man das Gefühl hat, wirklich in der Wohnung zu sein. Also dieser gemischte Stil zwischen so 3D hier und so 2D-Zeichnung, also passt nicht so richtig. Da hätte ich es besser gefunden, wenn man es wie bei A New Beginning komplett alles im gezeichneten Stil gelassen hätte oder gemacht hätte. Das wäre optisch irgendwie zusammenpassender gewesen. Aber das nur einfach mal so vom grafischen Aspekt jetzt her. Oh, nach der Zeit geht's von selbst weiter. Gut. Du kannst mit anderen Charakteren sprechen, indem du mit der linken Maustaste auf sie klickst. Du kannst jede Dialogzeile oder Szene mit einem Klick auf die linke Maustaste überspringen. Aber sehr vorsichtig, dir könnten so wichtige Informationen entgehen. Klicke mit der linken Maustaste auf Mario, um weiterzumachen. Ja, wir kennen das King-Click-Syndrom, das Problem, das uns immer wieder befällt. Ich muss die Hand, glaube ich, einfach von der Maus wegnehmen, wenn jemand redet. Hallo Mario. Was doof ist, weil ich muss klicken, um weiterzumachen. Hey, Doc, did you sleep well? I slept like a log. The flat is perfect, thank you. Was war das gerade für eine komische Einblendung, Förmlichkeiten? Don't mention it. This place belonged to my brother-in-law. I had to evict him. Are you kidding? Of course, he's a traveler, you know, for work. One day he's here, next day he's there. My office is the world, he says. And so this place is empty for a month.
Unfortunately, the TV doesn't work, so I'll have to repair it before you can use it. So, no derby, Doc. But if you want, you can watch the match with us at the bar. Even if you don't seem that big a fan. It's great. Thank you. Oder sind das Hinweise? I repaired my brother-in-law's car. You can use it if you want. It's downstairs. Hat er sich denn das Handgelenk aufgeschnitten oder was ist das für ein roter Fleck da? I really don't know how to thank you, Mario. Don't worry about it. As I always say, friends of my priest friends are my friends as well. Ach, das sind die Gesprächsthemen. Die werden uns angezeigt und hinterher können wir darüber dann reden. Das ist mal cool gemacht, dass man so Bilder als Gesprächsthemen hat, statt irgendwie so Textzeilen. Wobei da natürlich auch mehr Witz eingebaut werden kann als in so Bildchen. Why do you keep calling me Doc? There's no need to be formal. Call me James, please. But I act this way with all the people, like, well, like you. Which is... Those who have more brain cells than I do. Of course, that's not such a difficult task. I think you overestimate me, Mario. Modest, wise, and above all, very clever. I wonder how many degrees you have. Well, cleverness can't be measured by the number of degrees. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Hallo? See? What did I tell you, Doc? This is wisdom. Komisch. Don't worry about the TV. It's okay this way. But you're wrong about me. I'm a great White Sox fan. Never heard of them. Do they play in third division? It's a baseball team. Baseball? That's a sport I've never understood. All those lines and rules. And why do they have to wear that big glove on just one hand? It's not so complicated. Basically, the pitcher has to throw the ball from a distance of about 20 meters. The batter has to hit it back as far as he can. Oh, I see. Just like a penalty. Sort of. But without a foul in the penalty area. In baseball, you usually try to avoid contact. The goal is to beat up the ball, not each other. Ja, das sollten sich einige Fußballer vielleicht mal zu Herzen nehmen. Ha! Wimpy stuff! No offense, Doc. No problem. But it's not always that way. In the hands of a true American, a baseball club is also the best weapon against apartment thieves. Eh, maybe it's good against American thieves. What do you mean? Okay. If you stay here long enough, you'll discover that for yourself. Welcome to Italy, Doc! Das heißt, der Abschluss eines Gesprächs kommt nur, wenn ich das nächste anfange. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Did Father Cristoforo tell you I might need a car? Actually, it was my idea. A holiday without a car is not a real holiday. And then, you know, we're in Rome. We have a tradition to defend. We don't have the kind of culture that, how do I say... Are you referring to public transportation? You have the gift of humor, Doc. Just like your friend. Very nice guy. That Father Cristoforo. He looks just like you, too. It's just that he's much, much more fatherly than you are. Is it so obvious? I haven't been around the ecclesiastical community for a while. Really? How long? 11 years. And it wasn't an easy decision, was it? What makes you say that? Because you answered me instantly, without thinking. But your answer was very accurate. Hey, I wouldn't be a good barman if I didn't understand people. Oh, I almost forgot. Here you are. The car keys. Der Typ sollte sein Licht mal nicht so unter Scheffel stellen. Der ist ja... Mario, forgive me, but you seem hurt.